Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Kandidateninterviews zur Bundestagswahl mit Ralf Lengert. Hallo Ralf. Hallo Michael. Fangen wir gleich an. Du bist ja bekanntermaßen Fan des FC Carl Zeiss Jena. Dazu habe ich gleich zwei Fragen. Erstens, hast du dich bereits politisch, zum Beispiel auch im Jenaer Stadtrat, für deinen Verein eingesetzt? Und zweitens, da wird es schon schwieriger, dein neuer Wahlkreis liegt ja mit Teilen des Weimarer Landes und somit da erstmals auch westlich des Erfurt-Jena-Meridians. Können sich denn Erfurt-Anhänger genauso auf Ralf Lengert verlassen, dass er im Ernstfall an ihrer Seite steht? Fange ich mit dem ersten Ansatz an. Wer das Jenaer Stadion kennt, weiß, dass das kein Zustand mehr ist. Und es ist für mich unabdingbar, dass hier ein vernünftiger Neubau erfolgt. Und ich sage es auch ganz deutlich mit den Fans in der Südkurve. Das ist für mich unabdingbar und dafür trete ich ein und dafür kämpfe ich. Ja, und was aber insgesamt in der Bundesrepublik derzeit passiert, regt mich maßlos auf. Diese Kriminalisierung von Fußballfans, dieses übertriebene Sicherheitsdenken, ich sage es bewusst, diese Horrorszenarien, die an die Wand gemalt werden, wenn Fußballfans unterwegs sind. Sicher gibt es auch immer ein paar Idioten, aber die gibt es überall. Und für die Fans aus allen Staaten, da ist es mir egal, ob sie aus Jena stammen oder aus Erfurt, aus Dortmund oder Schalke oder Halle oder Leipzig, werden kriminalisiert und dagegen werde ich immer vorgehen. Und jeder Fan, der zu Unrecht kriminalisiert wird, jeder Fan, der von der Polizei schikaniert wird, kann auf meine Unterstützung bauen. Ich unterstütze die Fanprojekte in ihrer Arbeit, damit eben der Fußballgenuss für alle da ist und damit ein Fan, nicht nur weil er Fan ist, automatisch als Krimineller hingestellt wird. Das ist eine Riesensauerei, was da stattfindet. Und man sollte, nee, man muss wirklich den Fans auch die Freude am Spiel lassen. Und ich sag mal so, wie langweilig ist denn ein Stadion, wo nur Menschen in Sitzschalen sitzen, wo keine Fangesänge sind, wo keine Fahnen geschwenkt werden und wo dann in der Pause nach Popcorn und Cola geschrien wird, wie bei den amerikanischen NBA-Spielen oder so. Das ist einfach kein Zustand, den ich mir wünsche. Und wenn Fans ihren Unmut äußern über die DFB-Situation und ich sag mal nach 5 Jahren in der 4. Liga, wenn man dann mit Abstand Meister ist und dann in 2 Spielen über die Relegation vielleicht auch um die Früchte einer erfolgreichen Saison gebracht wird, so wie es auch unserem Gegner ging, das ist bitter. Und wenn der DFB die Spieleinsetzung inzwischen nur noch nach Fernsehkommerz macht und der normale Fan auch nicht mehr im normalen, unbezahlten, also ohne Extragebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk kein Fernsehen, kein Fußball mehr gucken kann, dann läuft irgendetwas schief. Und zwar eine viel zu starke Kommerzialisierung und jeder, der gegen diese Kommerzialisierung antritt, hat auch meine Unterstützung. Und da ist es mir egal, ob die Fans in Erfurt um ihre Südkurve kämpfen oder in Jena um ihre Südkurve kämpfen. Wenn es um die Fankultur geht, um faire Fankultur, dann hat jeder meine Unterstützung. Sehr gut. Als Linker, dem man nun wirklich nicht vorwerfen kann, er habe ja noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet, musst du es ja am besten wissen. Wird die Linke vielleicht in unheiliger Allianz mit den Grünen durch überzogene Vorstellungen der Umwelt- und Sozialpolitik die Leistungskraft und das Wachstum der deutschen Wirtschaft in Gefahr bringen? Da gehe ich mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, weil wir sind ja genauso auf gute wirtschaftliche Ergebnisse angewiesen und im Gegensatz zu den Grünen verbinden wir Sozialpolitik immer mit der Umweltfrage. Also wer wohnt an der vielbefahrenen Straße? Der Milliardär oder Millionär oder der normale Arbeitnehmer? Wer musste in Fukushima verseuchtes Wasser trinken? Der Millionär oder die einfachen Menschen? Wer muss auf Mülldeponien leben? In Afrika, in Lateinamerika oder eben auch in Deutschland an vielbefahrenen Eisenbahnstrecken oder Autobahnen? Das heißt, Umweltschutz ist immer Sozialschutz. Und wir möchten natürlich, dass die Wirtschaft funktioniert. Aber Großkonzerne, die über Freihandelsabkommen Umweltstandards aushebeln, Gesundheitsstandards aushebeln, Sozialstandards aushebeln, können nicht mit unserer Unterstützung rechnen. Und gerade für unsere einheimische mittelständische Wirtschaft, für unsere Handwerker, sind diese Freihandelsabkommen, die von CDU, SPD und auch Teilen der Grünen unterstützt werden und von der FDP sowieso, ein riesiges Problem. Diese Abkommen zerstören neben der Umwelt zum Beispiel das Recht der Handwerker. Das heißt, der Handwerksmeister ist nach einem durchgekommenen Abkommen, ob es TTIP heißt oder CETA oder JEFTA, Makulatur. Das heißt, der Meisterbrief wird entwertet. Jeder darf das anbieten. Das schädigt unsere einheimische Wirtschaft und die Qualität. Die Mittelständler können sich nicht so große Anwaltskanzleien leisten wie zum Beispiel Bayer oder Monsanto.
Die Landwirte werden dann in die Zange genommen zwischen wenigen Anbietern und Patentanwälten und Rechtsverletzungen. In den USA werden Farmer verklagt, bei denen im Saatgut oder auf den Feldern Gene von Monsanto gefunden werden. Obwohl sie nie Monsanto-Produkte kauften. Einfach durch Weiterübertragen. Jetzt werden sie verklagt wegen Patentverletzung. Das kommt auf uns zu. Und da sage ich mal, an dieser Stelle sind die klaren Positionen der Linken, die diese Gentechnik ablehnen, aber eben auch diese Patentrechte, diese Freihandelsabkommen, die dies ermöglichen, eigentlich der beste Schutz für die Wirtschaft im Lande. Und wer ein kluger Handwerksmeister ist, sollte eigentlich, wenn er den Schutz seines Meisterbriefes und das Qualitätssiegel Meistersiegel behalten, kann er eigentlich nur die Linke wählen. Eine Bürgerin aus Thüringen hat mich vor einigen Tagen angesprochen. Die Autobahn, die in einigen hundert Metern Entfernung von ihrem Haus liegt, wurde kürzlich in ihre Richtung verbreitert und außerdem nivelliert, sodass sie nicht mehr hinter einer Anhöhe verschwindet, also die Autobahn. Seitdem sei das monotone Surren der LKW wesentlich belastender. Kannst du ihr irgendwelche Hoffnungen auf baldige Verbesserungen machen, wenn viele Menschen die Linke wählen? Wenn viele Menschen die Linke wählen, ja. Weil wir die Maut deutlich erhöhen würden und die Mauteinnahmen eben dann auch in Lärmschutzmaßnahmen stecken. Das heißt, unsere Strategie ist ja zweigleisig. Wir wollen zum einen den LKW-Verkehr und das Verkehrsaufkommen insgesamt deutlich reduzieren. Und zum anderen wollen wir natürlich den Lärmschutz verbessern. Das heißt, das Geld, was mehr eingenommen wird durch eine höhere Maut, in den Lärmschutz investieren, dass also das wirklich besser werden kann. Und ich sage mal, man kann das Ganze auch mit dem Tierschutz verbinden. Im Moment zum Beispiel werden immer mehr kleine regionale Schlachthöfe geschlossen, weil es einfach billiger ist, weil die Transporte so billig sind, Tiere lebend über 400, 500 Kilometer zu einem riesigen Schlachthof zu bringen, dort am Fließband schwer kontrollierbar zu schlachten, mit billigsten Arbeitskräften auf Werksvertragsebene aus Rumänien, aus anderen Ländern zu töten, zu zerlegen und dann wiederum zurückzukommen. Und da haben wir viele Probleme. Wir haben das Verkehrsproblem, weil immer unnötige Transporte sind. Wir haben ein Tierschutzproblem, wir haben ein Arbeitsschutzproblem und wir haben ein Problem mit der Entlohnung. Höhere Transportkosten wären zum Beispiel ein Ansatz, dass sich das nicht mehr lohnt. Dann kann man auch wieder kleinere Unternehmen haben, regionale Schlachthöfe, die dann dem Tierschutz dienen, die Transporte vermeiden. Und bei regionalen Schlachthöfen kann man dann auch wesentlich einfacher nachvollziehen, wie die Sozialstandards sind, weil man halt einen besseren Überblick hat, weil Behörden besser kontrollieren können. Und insofern hätten wir dadurch eine deutliche Verbesserung, wenn Sie die Linke wählen. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie wir Transporte reduzieren wollen und Tierschutz verbinden und Sozialstandards einführen. Und deswegen wählen Sie die Linke. Wenn wir stark genug sind, können wir so ein System durchsetzen. Okay, wir sind jetzt schon etwas nach der Zeit und machen deswegen eine ganz kurze Pause und setzen dann einfach wieder an. Ist überhaupt nicht schlimm. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. In diesem Wahlkampf spielt ja das Thema Rente eine große Rolle. Ganz konkret, wie soll bei all den Problemen so viel mehr Rente herausspringen, obendrein die Ostrente angeglichen werden und die ohnehin schon an der Belastungsgrenze arbeitende Bevölkerung nicht noch mehr mit Abgaben in die Enge gedrängt werden? Also erstmal, die Rente soll zum Leben reichen. Punkt. Das ist eine Grundkonsequenz, die wir vertreten. In Österreich funktioniert es mit 800 Euro Durchschnittsrente mehr als in Deutschland. Und da stellt sich die Frage, was unterscheidet Österreich von Deutschland? In Österreich zahlen alle in die gesetzliche Rente ein. Also auch Beamte, auch Selbstständige, Architekten, Ärzte, Ärztinnen und eben auch Abgeordnete. Wenn alle die gesetzliche Rente einzahlen mit ihrem kompletten Einkommen, sind viel mehr Gelder vorhanden. Diese Demografielüge, sage ich mal so, ist natürlich sehr einseitig ausgerichtet, um Rentenkürzungen begründen zu können. Das Verhältnis von Rentnerinnen zu Arbeitskräften ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Man muss auch das Verhältnis der Arbeitskräfte zu Jugendlichen und Kindern betrachten, die in Ausbildung sind. Und wenn ich zusammen addiere Kinder und Jugendliche in Ausbildung und Rentnerinnen, Seniorinnen und Senioren im Verhältnis zu Arbeitskräften setze, sind die Zahlen heute sogar günstiger und besser als 1970, weil wir einfach nicht mehr so viele Kinder haben. Das heißt also, wir haben an dieser Stelle kein Problem. Wir hätten ein Problem, wenn nicht mehr genügend Menschen arbeiten können, wenn die Arbeitskräfteplätze alle unbesetzt wären. Aber wir haben über fast 4 Millionen Arbeitslose, selbst offiziell 3, aber die inoffiziellen Zahlen mit Krankheiten über 4 Millionen. Das heißt, wir haben genügend Arbeitskräftepotenzial da. Und solange wie es Arbeitslose gibt,
solange wie es nicht, wie im Prinzip Menschen zu Hause gelassen werden, so lange braucht man über eine Arbeitszeitverlängerung des Lebensalters nicht mehr nachdenken. Das ist der erste Punkt. Und die Finanzierung? Ja, im Moment, wie gesagt, zahlt man die Hälfte, etwa 9,5% zahlt jeder. Die Frage ist, wenn ich meinen Lebensstandard sichern will, muss ich dazu noch 4% Riester bezahlen? Plus eine Betriebsrente mit 2%. Jetzt rechne ich zusammen. 9 plus 4 macht 13, plus 2 macht 15% meines meines Einkommens muss ein Rentner heute aufbringen oder ein Arbeitnehmer heute aufbringen, um später eine Rente zu bekommen, die halbwegs reicht. Er allein. Der Arbeitgeber ist mit 9% raus. Wir wollen das hälftig-hälftig haben. Wir wollen diese privaten Altersversorgung, die nicht sicher sind, in die gesetzliche Rente überführen. Beim nächsten Börsencrash ist Riester nur noch das wert, was es eingezahlt ist, abzüglich sämtlicher Gebühren. Die neue Betriebsrente ist dann vielleicht gar nichts mehr wert. Die ist dann weg. Das ist eine Zockerrente. Insofern ist die gesetzliche Rente aus unserer Sicht zu stärken und das ist finanzierbar. Okay, was sagst du denn zum Thema Dauerhaftigkeit? Fast egal wo und in welcher Qualität ich kaufe, spätestens kurz nach Ende der Gewährleistungsfrist versagt das Produkt. Man braucht kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um dahinter Berechnung zu wittern. Kann man gegen geplante Obsoleszenz denn gar nichts tun, zum Beispiel eine Methode einführen, mit der Produzenten Kosten für zukünftige Umweltschäden im Voraus als Abgabe in einen Fonds einzahlen oder ähnliches? Man kann eine ganze Menge machen. Also was nicht geht, ist die Garantiezeiten verlängern. Das hat das Europarecht verboten. Aber man kann zum Beispiel, und das hat die Linke in der letzten Wahlperiode gefordert, wir werden die Forderung wieder einbringen, eine garantierte Nutzungszeit für Produkte fordern. Also dass zum Beispiel das Handy 3 oder 5 Jahre sicher funktionieren muss. Wenn dann der Lack abblättert, kann man nichts machen. Aber wenn es nicht mehr geht, dann muss der Hersteller es kostenpflichtig reparieren oder austauschen. Und wir wollen, dass das der Händler in der Verantwortung hat. Nicht, weil es ist schwer für einen Kunden in Apolda, sich mit dem Konzern Samsung auseinanderzusetzen. Hat er schlechte Karten. Wir wollen, dass der Händler, der Anbieter des Handys, sich dann auseinandersetzen muss, beziehungsweise der Importeur, und der Kunde dann seinen Ersatz erhält. Das heißt, eine garantierte Nutzungszeit. Und das geht bei Autos, bei Waschmaschinen, bei sämtlichen technischen Produkten. Das wird die Haltbarkeit verlängern. Weil im Moment wird so billig wie möglich produziert, es wird an allen Ecken und Enden Material gespart und dann wird eben ein empfindlicher Chip auch mal neben das Netzteil eingebaut im Rechner und man weiß dann, nach 2,5 Jahren ist dann die Chance relativ groß, dass der Chip kaputt geht. Oder man befestigt den Netzanschlussstecker so lose, dass man sicher sein kann, irgendwann bricht er ab. Es ist vielleicht auch billiger. Oder man klebt einfach zu, damit man die Batterie nicht wechseln kann. Das ist aber vielleicht auch nur deshalb, weil es billiger ist, zuzukleben, als zuzuschrauben, eine Dichtung reinzumachen. Ein paar Cent gespart. An der falschen Stelle. Und da an dieser Stelle haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, der das verändert. Und was noch hinzukommen muss, langfristig gesehen, wir müssen eine Ressourcenverbrauchssteuer haben. Das heißt, wer neue Ressourcen einsetzt, muss dafür etwas bezahlen. Und das hätte dann den Vorteil, dass langlebige Produkte relativ gesehen billiger werden gegenüber 4-mal ein neues Handy. Und das ist der Weg, Umweltschutz zu verbinden mit guter Qualität. An sowas hatte ich sogar gedacht. Das ist sehr schön. Zuletzt ein Gedankenspiel. Stell dir vor, Angela Merkel bleibt nach der Wahl Regierungschefin und du triffst sie in einer kurzen Kaffeepause und ihr kommt ins Gespräch. Sie hat ja nun nichts mehr zu verlieren und fand dich offenbar immer sympathisch und deswegen fragt sie dich nun, welchen politischen Wunsch sie dir quasi unter der Hand durchsetzen kann. Wofür würdest du dich denn spontan mit der wenigen Zeit entscheiden? Ich würde mich ganz spontan dafür entscheiden, dass wir 10 Milliarden Euro investieren in Kindergärten, Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer und Pädagogen. Okay. Ja, danke Ralf Lengert für die Kandidateninterviews. Wir treffen Ralf gerade nicht zum letzten Mal für die nächsten Wochen. Bis zur Bundestagswahl werden wir dich noch bei vielen Veranstaltungen, Infoständen vor Ort sehen.
Wir werden mit dir noch ein Kandidateninterview-Spezial nur über das Thema reden, in dem du durch jahrelange Auseinandersetzung zu einer Galionsfigur geworden bist, nämlich den überdimensionierten Netzausbau. Und außerdem wirst du uns deine Gedanken zur Plakatkampagne der Linken erklären. Danke und auf Wiedersehen an unsere Zuschauer.